Thomas, die kleine Lokomotive und seine Freunde. Die Sodrischen Lokomotiven. Episode 9. Das Schnellzugtrio. Es gibt viele Personenzüge auf der Insel Sodor. Und zwei davon sind der Express und die Nebenstreckenzüge. Die Nebenstreckenzüge werden entweder auf Edwards alter Nebenstrecke, die Brennan-Nebenstrecke genannt, oder auf Thomas' Nebenstrecke, der Elsbridge und Farquhar-Nebenstrecke. Auch auf der kleinen Western werden Nebenstreckenzüge gezogen, aber eben auf der Hauptstrecke wird der Schnellzug gezogen. Der Schnellzug ist sehr schwer und deshalb, wie man hier sieht, wird er nur von großen Loks gezogen wie Gordon oder auch Henry. Kleinere Lokomotiven wie Edward oder Thomas wären zu schwach dafür. Die großen Lokomotiven sind natürlich stolz darauf, dass sie diesen großen Expresszug ziehen dürfen. Und dann sind sie auch meistens eingebildet. Eines Tages war Gordon krank. Niemand wusste, was es war und man konnte es noch nicht heilen. Deshalb wurde Henry gefragt, um den Zug zu ziehen. Der Expresszug aus Sodor besteht aus einem Gepäckwagen, zwei Erste-Klasse-Wagen, ein zweite Klasse Wagen und einen Bremswagen. Henry zog nun also den Zug. Doch am nächsten Tag war auch Henry krank. Der Ticketkontrolleur wusste nicht, was los war. Was soll ich denn bloß machen? Fragte der Ticketkontrolleur. Ich weiß nicht, sagte ein Vorarbeiter. Bestimmt sollten wir ein paar kleine Tenderlokomotiven den Zug ziehen lassen. Genau, sagte der dicke Kontrolleur. Thomas und Percy werden sich gut eignen. Ich würde Duck noch dazu nehmen, sagte der Arbeiter. Gute Idee. Ich rufe sie gleich hierher. Und Duck, Thomas und Percy kamen zugleich. Okay, sagte der dicke Kontrolleur. Ich weiß, das ist eine schwierige Aufgabe. Bestimmt wird ihr den ganzen Zug nicht die ganze Strecke lang ziehen. Aber werdet ihr euch Mühe geben? Ja, Chef, werden wir, sagten die Lokomotiven. Das sind gute Lokomotiven. Dann macht euch gleich zum Abfahren bereit. Alle Türen waren geschlossen. Das Gepäck war verstaut. Die Lokomotiven waren fertig angeheizt. Sie ertönten ihre Pfeifen und los ging die Fahrt. Ah, hau, ruck, ah, uff. Keine Sorge, wir schaffen das. Hoffentlich. Doch so langsam schafften sie es auch. Das ist besser, das ist besser, das ist besser, riefen die Lokomotiven im Chor. Oh wei, oh wei. Hoffentlich geht das gut. Percy, Thomas und Duck ratterten und japsten die Strecke entlang. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, riefen die Lokomotiven. Und dann kam Gordons Berg. Sie ruckelten und ratterten, versuchten den Berg hinaufzukommen. Das war harte Arbeit. Sehr harte Arbeit. Zu harte Arbeit für Percy. Machte es und der Zug kam zum Halten. Oh nein, bei mir ist irgendwas kaputt. Ich kann nicht mehr. Sein Lokführer untersuchte Percy. Dein Sicherheitsventil ist kaputt. Jetzt müssen wohl Thomas und Duck den Expresszug und dich mitziehen. Was? Das schaffen wir doch niemals, sagte Thomas. Wir könnten es versuchen, sagte Duck. Okay, dann versuchen wir es. Also begannen die zwei Lokomotiven Percy und den Expresszug Dorns Berg hinaufzusausen. Sie fuhren sehr langsam und brauchten dafür viel Energie. Doch am Ende schafften sie es. Thomas und Duck kamen im Schlepptau mit Percy und den Express am Werkstattbahnhof an. Da sollte eine andere Lokomotive den Zug übernehmen. Doch genau vor dem Bahnhof machte es Pling! Der Zug kam zum Stehen.
Doug hatte auch einen kleinen Unfall und Thomas konnte den Zug nicht alleine weiterziehen. Gorn und Henry guckten von der Seite. Normalerweise würden sie die drei Lokomotiven auslachen. Doch in diesem Fall taten sie es nicht. Ein Inspektor kam zu den drei Lokomotiven. "Das habt ihr gut gemacht", sagte der Inspektor. "Ihr werdet gründlich untersucht und eure Fehler werden behoben. Und nochmal, dreimal hoch für die drei Lokomotiven. Besonders für dich, Thomas. Du hast sehr hart gearbeitet. Du bist der Einzige, der zum Schluss übrig geblieben ist. Ohne Unfall." "Ja, danke, Chef. Aber ich hätte es nie ohne meine Freunde geschafft." "Ja, ihr seid alle wirklich nützliche Lokomotiven." Hallo, alle miteinander. Wenn ihr dachtet, das wäre das letzte Abenteuer, dann liegt ihr wie natürlich immer falsch. Es werden noch viele kommen. "Und es gibt eine neue Änderung." "Was denn für eine?" sagte Doug. "Merkst du das denn nicht?" fragte Percy. "Was denn?" sagte Gordon. "Naja, jetzt wird jeder Fahrzeugcharakter oder Lokomotivencharakter der Episode hier sprechen, der vorkommt." "Ja, ich hab fast nicht gesprochen, aber ich komm vor. Yay!" "Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an euch." "Ach, das ist doch nicht die Rede wert. Also, bis dahin, tschüss." "Tschüss!"